So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich grüße euch recht herzlich auf meinem Sports Gaming Channel. Heute das Angespielt von MotoGP 22, was im April am 21.04. rausgekommen ist. Mein Partner GameNews.de, danke an euch nochmal an der Stelle, hat mir das kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich bin erst jetzt zu dem Video gekommen, weil ich auch zwischenzeitlich ein paar Tage im Urlaub war und möchte euch jetzt gerne in den nächsten Minuten so ein bisschen zeigen, was hat das Spiel zu bieten und wie ist mein Ersteindruck. Zuerst einmal muss man sagen, Grafik für PlayStation 5 Verhältnisse eher solide, nichts Überragendes. Das muss ich ganz klar sagen. Und was mir auch extrem aufgefallen ist in den Runden, die ich persönlich gedreht habe, ich habe mir auch den Karrieremodus ein bisschen angeschaut, ist die Tatsache, dass das Spiel aus meiner Perspektive nicht mehr so einsteigerfreundlich ist, und das war der Vorgänger auch schon nicht unbedingt vom Gesamtklassement, wie man sich das eigentlich als Gelegenheitsspieler wünschen würde. Das heißt, es ist schon sehr anspruchsvolles Fahren und trotz vieler Einstellungsmöglichkeiten und Modifikationen, die man zweifelsohne hat, empfinde ich das Spiel als sehr einsteigerunfreundlich. Man wird immer wieder rausgetragen hier, trotz vieler Fahrhilfen, finde ich, ist das Motorrad schwer zu kontrollieren, und das sind so Sachen, die ich in der Ausprägung in MotoGP 21, was ich ja auch auf dem Kanal gespielt habe, so nicht festgestellt habe. Das muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Ansonsten, die Kollision ist schon so gestaltet, ich sag mal, wenn ihr stürzt, dann sind die Stürze meistens nachvollziehbar, aber natürlich auch nicht immer, und das ist natürlich immer eine relativ schwierige Sache in solchen Rennspielen, gerade mit Motorrädern. Das empfindet man dann natürlich auch schnell mal als unfair, so möchte ich das jetzt einfach mal sagen. Ja, ich denke, das kann man schon mal so stehen lassen. Also wie gesagt, für PlayStation 5 Verhältnisse ist das hier nicht überragend. Es ist solide, aber auch nicht mehr. Die Trigger-Effekte sind gut, man kann sie auch ausstellen. Die Steuerung an sich geht gut von der Hand, da möchte ich jetzt auch gar nicht rummeckern. Das ist alles völlig in Ordnung. Ansonsten habt ihr die entsprechenden Spielmodi, also schnelle Spielmodi, wo ihr wie hier einfach mal ein Grand Prix fahren könnt. Dann habt ihr den Karrieremodus, den ihr in drei originalen und unterschiedlichen Klassen zur MotoGP-Serie natürlich fahren könnt. Mit der aktuellen Lizenz, mit dem aktuellen Fahrer Lara und so weiter und so fort, während ich mich hier komplett verbremse und natürlich hier falle. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, dass der Rewind-Modus auch wieder am Start ist, und ich muss gestehen, ich habe ihn wesentlich öfter jetzt hier schon in den ersten Runden benötigt, als ich das beispielsweise im Vorgänger MotoGP 21 benötigt habe. Und das ist natürlich für mich persönlich ein Kritikpunkt, ganz klar. Muss ich hier an der Stelle auch so klar sagen. Hardcore-Fans kommen sicherlich wieder auf ihre Kosten. Ich denke, das kann man schon als kleines Zwischenfazit sagen. Der Karrieremodus ist als solcher auch gut aufgebaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sportspiele wie MotoGP sollten sich einfach mal zukünftig überlegen, ob sich das noch lohnt, jährlich einen Vollpreistitel rauszubringen, oder ob man vielleicht nicht doch lieber saisonale Content-Updates für die Leute anbietet, die es interessiert. Und während ich hier nochmal vom Motorrad rutsche, weil es einfach extrem schwammig hier oft genug ist, sollten sich solche Spiele das mittlerweile überlegen. Ich habe ja auch MXGP 21 auf dem Kanal angespielt und getestet. Ich habe ja auch Monster Energy Supercross Teil 5 angespielt, und auch diese Spiele von Milestone kranken einfach daran, dass es keine wirklichen Neuerungen mehr gibt, und das fällt mir bei diesem Publisher und diesen drei Spielen mittlerweile extrem auf, und das finde ich auch schon auf jeden Fall eine Erwähnung wert, und das muss ich an der Stelle schon auch kritisieren. Wer kauft sich letzten Endes jedes Jahr ein Update, außer die absoluten Hardcore-Fans unter euch? Sicherlich auch ein Stück weit aus Mangel an Alternativen. Wie gesagt, Spielmodi technisch habt ihr natürlich neben Karriere und diversen Schnellspielmodi natürlich auch einen Online-Modus. Ich habe ihn persönlich nicht ausprobiert, und ich denke auch nicht, dass er Kern dieses Spiels ist, sondern das wird sicherlich der Karrieremodus sein.
Zum Karrieremodus muss ich an der Stelle aber auch ganz klar sagen, ein Ei gleich dem anderen. Ich habe keine Unterschiede zum Karrieremodus des letzten Jahres, den ich ja auch auf dem Kanal gezeigt und gespielt habe, feststellen können. Und auch solche Dinge, muss ich sagen, stoßen mir mittlerweile einfach auch sauer auf. Ich möchte jetzt schon nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Es ist schon ein solides Spiel, mehr aber mittlerweile auch nicht mehr. Wie gesagt, ich zeige euch in den nächsten Tagen dann nochmal ein Testvideo zu diesem Spiel und würde mich mal natürlich interessieren, was ihr für eine Meinung über das Spiel habt. Seht ihr das ähnlich mit diesen von mir genannten Serien? Seht ihr das mit MotoGP 22 auch ähnlich? Wie gesagt, ich finde diesen Teil nicht so einsteigerfreundlich wie den 21er Teil und der war schon auch nicht so einfach für Neueinsteiger und Gelegenheitsspieler, aber ich finde den 22er haben sie dahingehend nochmal ordentlich verschlimmbessert, denn ich finde der Einstieg ist hier extrem schwer geworden und das ist schon etwas, was mir persönlich natürlich auch nicht gefällt, denn ich finde ein gutes Sportspiel sollte eigentlich jedem die Mechaniken und Werkzeuge an die Hand geben, dass er das Spiel nach seiner Fasson spielen kann. Hardcore-Profis unter euch, die dürfen natürlich ohne alle Fahrhilfen und natürlich gegen die stärkste KI spielen. Und Gelegenheitsspieler, so wie ich es bin, sollten das Spiel auf jeden Fall auch spielbar in dem für sie geeigneten Schwierigkeitsgrad spielen dürfen. Ich hoffe, ich konnte euch hier den kleinen Eindruck vom Spiel vermitteln. Wie gesagt, es gibt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch ein Testvideo. Und dann sage ich an dieser Stelle mal wieder schön Dankeschön fürs Reinschalten. Und ich falle ein weiteres Mal hin. Wünsche euch eine gute Zeit, gerne auch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Euer Jens von Minga Gaming. Ciao, ciao.